Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Videopodcast des Landesmuseums Württemberg. Dies ist einer von vielen. Ungefähr einmal im Monat werden wir direkt aus dem Landesmuseum berichten, denn hier wird in den nächsten Monaten einiges im Gange sein. Sie bekommen Einblicke hinter die Kulissen und dürfen das sehen, was normale Museumsbesucher normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Unser erster Podcast dreht sich um ein Großereignis im Museum, die Tage der offenen Tür. Sage und schreibe 13.000 Besucher kamen, um an einer der begehrten kostenlosen Touren im Alten Schloss teilnehmen zu dürfen und den riesigen Mittelaltermarkt zu besuchen. Begrüßt wurden die Besucher von den beiden Maskottchen des Landesmuseums, Hugo und Trixie. Schausteller, Gaukler und Handwerksmänner zeigten das Leben und die Arbeit, wie sie im Mittelalter war. Und jeder, der wollte, durfte auch selbst Hand anlegen bei den Schmieden, Körbeflechtern oder auch bei den Töpfern. Waldgeister kamen, um den Besuchern Glück zu bringen. Für die passende Stimmung sorgten die Musikanten mit ihren mittelalterlichen Instrumenten. Den krönenden Abschluss bilden die beiden feuerspuckenden Narren. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von den Tagen der offenen Tür. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie mögen das nächste Mal wieder einschalten. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auch im Landesmuseum vorbei, denn der Eintritt ist frei.